Und das Thema war gut gewählt, ging es doch um die Innenstädte und deren Entwicklung in den letzten Jahren. Die Einkaufszentren auf der grünen Wiese schossen wie Schwammerl hervor, die Situation in den Innenstädten wurde für die Wirtschaftstreibenden immer problematischer. Ja, die Schwierigkeit in der Stadt wird nicht größer. Ich würde sagen, wir sind wirklich am Tiefpunkt mittlerweile angelangt. Ich war heute unterwegs den ganzen Tag und habe mich mit vielen Unternehmen unterhalten. Und die Unternehmer selber sind eigentlich sehr bereit, jeder Einzelne dafür etwas zu tun. Das heißt, persönlicher Einsatz für jeden und noch mehr Werbung und ein gutes Marketing würden wir einfach brauchen in Bruck. Hier wird man von Seiten der Politik und von Seiten der Wirtschaft einiges tun müssen, um die Kunden wieder zurück in die Zentren der Städte zu bringen. Und dies geht sicher nur mit gemeinsamer Anstrengung aller. Was man immer noch machen kann, ist einfach zusammenrücken und Probleme aufzeigen. Und es sind die Verkehrskonzepte, die hier auch in Bruck entsprechend novellierungsbedürftig sind, damit einfach die Städte wieder belebt werden. Die Unternehmer kümmern sich um ihr eigenes Geschäft, aber die Frequenz muss auch gewahrt sein. Und da muss es auch Möglichkeiten geben, dass die Leute gerne in die Innenstadt kommen, dass sie leicht zugänglich ist, auch fußläufig, beziehungsweise auch mit dem Auto. No parking, no business, das ist heutzutage so. Man kann sich dagegen nicht verwehren. Und die Wirtschaftskammer unterstützt natürlich hier die Gemeinsamkeit, weil es uns einfach wichtig ist, dass die Ortszentren auch belebt bleiben. Viele Wirtschaftstreibende der Region waren gekommen, um den Ausführungen von Wirtschaftskammerpräsidenten Ulfried Heinzel zu lauschen, der sich in Anbetracht der bevorstehenden Wirtschaftskammerwahlen Ende des Monats recht kämpferisch präsentierte. Da hat es ein riesiges Versagen in der Raumordnung gegeben und jetzt ist die Zeit, dass wir diese Fehler, die begangen wurden, wieder sehr teuer ausmerzen müssen. Innenstädte gehören belebt. Sie sind natürliche, gewachsene Handels- und Gastronomiezentren. Und wir als Wirtschaftskammer Steiermark, aber auch der Steirische Wirtschaftsbund, haben uns immer dafür ausgesprochen, dass diesen Ortszentren Priorität eingeräumt wird. Wir waren heute in Kapfenberg, war schwer begeistert, dass auf Initiative unseres Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer Obmannes Fuchs hier sehr viel gelungen ist. Das ist vorbildhaft, aber man muss die Anstrengungen in diese Richtung in allen steirischen Regionen vorantreiben. Ja, die Kammer probiert ja schon seit Jahren hier entgegenzuwirken, beziehungsweise es gibt jetzt gute Ansätze. Wenn ich jetzt an Kapfenberg denke, der Innenstadtbereich, wir haben hier vor 10 Jahren begonnen. Da war ich einer der Betreiber, habe gesagt, wir müssen eine Gesellschaft gründen, damit diese alten Projekte bzw. Objekte nicht dem Verfall preisgegeben werden. Hier kann man sehen, dass das jetzt nach 10 Jahren das eine oder andere doch greift. In der Stadt Bruck passiert auch einiges, wobei das ein sehr schwieriges Thema ist, weil ja in den letzten Jahrzehnten sehr viel auf die grüne Wiese gebaut wurde. Und das jetzt wieder zurückzubekommen, das wird noch viel Schweiß und Blut bedeuten, beziehungsweise auch mit enormen Kosten, aber hier müssen wir ansetzen und hier ist die Wirtschaftskammer bzw. der Wirtschaftsbund sehr bestrebt, die bestmöglichen Unterstützungen zu geben. Gemeinsam ist man stark, hieß es unisono, und wichtig ist, was allen hilft.